Willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben. Bei uns herrscht noch Chaos. Hier, schaut mal, Boden. Kira hat wieder hier irgendwas gefunden, hat damit gespielt und so weiter. Und wir haben vor, heute schwimmen zu gehen. Und zwar in ein Schwimmbad. Da kann man auch im Freien schwimmen und drinnen schwimmen. Und haben wir uns gedacht, gehen wir mal hin. Und wir versuchen euch natürlich, so viel es geht oder so weit es geht, mitzunehmen. Aber zuerst muss ich einkaufen gehen. Einkaufen gehen wie immer. Wir haben kein Milch und keine Haferflocken mehr. Grundnahrungsmittel bei Family Fun. Die müssen sofort her, bevor der Robert das merkt. Und wer geht bei uns einkaufen immer? Am Wochenende mit Leo und Mama. Da hinten ist sie. Ja, ich habe diesmal Amelia dabei. Oder wir haben Amelia dabei. Schau mal meine Frisur. Aber für Einkaufen reicht es heute noch, weil wir eh schwimmen gehen. Ich binde jetzt einfach meine Schuhe auf den Boden. Darf ich meinen Schlüssel haben? Dankeschön. Jetzt geht's weiter mit Einkaufen und wir gehen zum türkischen Laden. Wir brauchen Sucuk, Sucuk. So, und jetzt geht's ab zum Schwimmen. Was? So, so schwimmt man. Ich kann es nicht. Wie? Oder so. Wer lernt mir jetzt endgültig mal schwimmen? Ach, du willst ja gar nicht. Da schaut er, gell, ihr zwei? Ja, warum schaut ihr überhaupt in die Kamera rein? Weiß auch nicht. Wir gehen jetzt in die Therme auf jeden Fall. Sind wir gerade da. Da ist Drehrad. Da ist der Eingang. Ich muss aber bloß aufpassen, dass ich niemanden filme, der das nicht will. Milay ist hinter mir. Und in die Mitte. Jetzt schauen wir mal, wie klein du bist. Nein, wie klein. Schau mal, das 1,60 da oben guckt auf jeden Fall schon mal raus. Naja, ich denke mal so. Okay. Sag das Falsche. Okay. Jetzt kannst du gucken. Ich bin 1,57. Ja, genau. Ich darf nicht in Sportbecken. Yippie. Jetzt sind wir in der Grotte. Alles ein bisschen dunkel. Ja. Ab viel mehr kann man sowieso nicht filmen. Nein, ich nutze das jetzt hier, weil niemand da ist. Da gehen wir jetzt mal hinter. Was ist da? Wasserfall? Da kann man doch Fische anschauen, glaube ich. Also, warte mal, Scheibenwischer. Ich habe Angst, meine Füße hochzuziehen. Wie macht man das? Das ist heavy. Die sind oben. Die sind oben. Die sind oben. So peinlich. Bei mir schaut es schon anders aus. 1,89. Passt. Kann nicht so traurig. Da wartet meine Currywurst. Ich hab sie nicht drauf. Und da kommen. Chicken Nuggets, ja, bin ich. Leckerste Essen auf Erden. Ofenkartoffeln mit Sourcream und Salat. Hey! Hey! Der klaut tatsächlich mein Essen. Oh, jetzt bin ich voll. Nein. Ich habe den Bauch jetzt aber rausgestreckt, meine Lieben. Also normal bin ich nicht so dick. Gegessen haben wir, fast alles aufgegessen, außer Milay Pommes, die schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Milay ist gerade abgehauen mit ein paar Mädels und jetzt wissen wir nicht, wo sie ist. Ja, Frau? Ich habe gar nichts gegessen, schaut mal. Alles der Robert ist. Ich habe meinen Bauch abgedeckt, das Maul.
sie lügt schon wieder, merkt ihr was? Ich lüge schon. Habt ihr das Video schon gesehen von gestern, meine Lieben, wie ich tue, lüge? Jetzt meint er echt, dass ich jedes Mal lüge. Wenn man einmal lügt, wird man zum Lügner abgeschnitten. Da schaut mal, überall Kameras. Komm nochmal, es geht besser. Wie kann man das besser machen? Länger halt. Einatmen. Du musst einatmen. Oh. Meine ganzen Wimpern sind kaputt. Schaut mal an, Spider-Woman. Spider-Woman. So, gehen wir wieder raus. Gehen wir wieder raus? Oder gehen wir nicht raus? Das ist hier die Frage. Arzt, zeig mal, wie ich schwimmen kann. Oh. Ganz gut. Warte, ich komm von mir. Es reicht! Vorher war es schon besser. Ja, ich habe ja schwimmen können früher. Ich habe jetzt 6, 7 und 8 Züge erschreiben. Jetzt waren es plus 4. Ich habe 15 Bahnen geschwommen auf 5 Meter, wie ich schwimmen gelernt habe vor 10 Jahren. 5 Meter? 15 Bahnen Meter. Auf 15 Meter nein. Sind. Nein! So lange Bahnen, wie sind die lang? 25 Meter. Genau, genau. Die habe ich wirklich 5x, 10x hin und her. Das war mein erster Schwimmkurs. Ich habe es gekonnt. Ja, und dann hat es vergessen. Dann habe ich es gelernt, weil ich Angst vor dem Wasser habe. Das ist mein Problem. Ich auch. Das Wasser ist so böse. Wasser ist böse. Böse. Send der schon. Krallen rausfahren. Schmarrn, wie komme ich auf die Idee? So, Milane schaut aus wie ein nasser Hund. Pudel. Pudel. Oh. So, jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt waren wir fast 3,5 Stunden. Duschen tun wir zu Hause. Wir hatten jetzt keine Lust hier, gell? Nee, ich habe jetzt auch keine. Ich muss hier Haarkur machen daheim. Da haben wir gedacht, mache ich gleich daheim. Ich gehe gar nicht. Und wir haben viele Zuschauer getroffen. Und ja, alle, die zugucken, ich mache nochmal liebe Grüße an die ich getroffen habe. An alle liebe Grüße? Ja. Sogar Mamas haben jetzt vor der Tür gewartet, weil die gewusst haben, wir sind hier drin in dem Bad, weil ich auf Insta gepostet habe. Das war so nett, ja. Kroatien. 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 Heute ist Final. Seht ihr die Fahne? Nein, nein, morgen. Ja, aber wenn das Video kommt, ist heute bei denen. Oh, ist ein schönes Auto. Wow, Leute, guckt mal. Sollen wir tauschen, oder? Boah, ist der schön. Also Vergleich, nicht anfassen. Kroatien. Das ist, also BMW. Aber was willst du mit dem BMW? Das Auto kann doch nichts außer geradeaus fahren. Was macht geradeaus? Der kann auch Kurven fahren. So, wieder zu Hause. Kira, kein Katzenfutter essen bitte. Nein, Frau, ich muss aufräumen. Komm. Wo ist denn ihr Halsband? Weiß jemand, wo Kiras Halsband ist? Nein. Schirn weggemacht wieder. Und waren wir auf der Couch wieder? Ja, waren wir auch. Ja. Schön bequem gemacht hier im Haus, hä? Hast du schon wieder Hunger, Hund? Ja, du bist so viel fressig. Da schaut's aus, da komm ich heim. Ah, oh, ja, Hund zerstört alles. Aber ich glaube dir. Ich mach jetzt Wasser. Auf die Schnelle gibt's noch Spaghetti. Falls Gian noch Hunger bekommt oder so, oder wer auch immer. Ich habe noch gar keinen Hunger, ich bin satt. Ich habe noch meinen Badeanzug an. Milay ist hochgegangen mit Papa zum Spielen. Jetzt muss ich euch mal was zeigen. Ich habe dieses Öl hier gekauft für die Kira. Das habe ich mal, wie wir Kira bekommen haben, einen Monat später oder so gekauft für ihren Fell. Das ist gut, wenn die Hunde
Fell verlieren und so weiter ist gut. Beseitigt kahle Stellen und Schuppen, sorgt für dichtes, kräftiges und glänzendes Fell, verkürzt den Haarwechsel. Ich glaube, Kira hat gerade Haarwechsel, weil sie besonders hart und da sind echt gute Vitamine drin, Omega-Säuren oder was das auch heißt. Und das tue ich ihr immer, zweimal am Tag geht es in die Nahrung rein und hoffe, dass sie nicht mehr so viel Fell verliert, weil für sie ist das, glaube ich, auch unangenehm, weil sie beißt sich dann immer da unten irgendwo am Bauch und so weiter. So, und jetzt sollten wir duschen. Wenn sie fertig sind mit dem Spiel und ich auch, und dann werden wir ins Bett gehen. Kira, wer geht jetzt mit dir Gassi? Wer geht mit mir Gassi? Ich nicht. Das heißt, der Robert kommt jetzt. Der Robert, Herrle, kommt gleich Maus und geht mit dir Gassi. Ja, es ist schon 8:30. Millet im Schlafanzug und Bett geht zeitgleich. Millet schläft heute bei mir, nämlich. Und Kira wartet immer noch, dass Robert kommt. Der kommt schon. Und mir fällt gerade ein, dass ich noch gar nicht geduscht habe. Ich muss noch duschen und meine Haarkur drauf machen. Ich muss meine Haare vorbereiten ein bisschen. Also meine Lieben, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir haben mal wieder so ein kleines Schwimmbadvideo für euch gemacht. Und abonnieren, Glocke aktivieren, das Video liken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.